Um einmal Charlie Brown zu zitieren: Es gibt drei Dinge, die der Mensch schön findet, sich anzusehen. Erstens prasselnder Regen. Zweitens knisterndes Feuer. Und drittens und am absolut liebsten anderen bei der Arbeit. Oh ja! Was ein schönes Zitat. Und in dem Fall sehen wir gerade jemanden, der sich absolut abrackert, indem er nur auf einer Stelle läuft und nicht vorwärts kommt. Ja, der macht da Workout. Der hat da. Das ist wie bei Mulan, weißt du? Da haben die auch so solche Fässer gehabt und dann sich so über die Schultern gelegt und dann so trainiert. Der ist genauso. Stimmt. Der möchte zur absoluten Armee gehören und dann gegen die Hunden kämpfen. Und dann will er einfach nur trainieren, trainieren, trainieren. Ja, genau. So einer ist das. Das ist ja furchtbar. Super. Aber wir machen halt nicht. Wir sind der Held. Wir müssen nicht trainieren. Wir können richtig, wir sind immer schon durchtrainiert gewesen von Anfang an. Guck mal, die trainieren ja alle in ihrer Lava-Bus. Erzbrocken, la la la. Erzbrocken, la la la. Also richtig, alles geldgeile YouTuber hier, ohne Witz. Kann schon sagen, das ist so eine kleine Kapitalistengesellschaft hier, ne? Obwohl alles rot ist. Das muss ich nochmal dazu sagen. Das ist schon schwierig, aber das YouTube-Logo ist auch rot, von daher. Ja, aber da ist jetzt nicht so eine Hammersichel drauf. Oder? ist ja hier auch nicht. Endlich bist du gekommen. Als der Tempel versenkt wurde, zweifelte ich, ob du herkommen würdest, um mich zu sehen. Dieser Tempel der Jahreszeiten ist der Ort, dem wir vier Geister innewohnen. Ich habe lange auf dich gewartet. Magst du den Frühling? Oder den Sommer, den Herbst? Hallo, ich bin auch noch da. Du wirst doch wohl den Winter lieben, Mann. Erhalte den Stab der Jahreszeiten. Suche uns, die wir dich in den vier Ecktürmen erwarten. Hier ist alles voller Jahreszeiten, wa? Es ist echt also ein Let's Play auf dich zugeschnitten. Ja, ist so. Das Spiel ist wie für dich gemacht. Oh, da ist ja ein Schloss. You don't say. Nee, ist nicht, ist Einbildung. Das war eigentlich nur ein Holzstück. Ich hätte jetzt gesagt, das wäre ein Tempel. Brumts. So. Was passiert denn hier? Hier ist ja nicht los, wa? Nix. Wow! Was ist das denn? Das ist so ein Fuß für ein Lautsprecher. Die Stadt der Jahreszeiten! Kraft der Geister der Jahreszeiten kann man mit ihm die Jahreszeiten ändern. Ey, in einem Satz dreimal Jahreszeiten, schön. Leute, ich kenne ein schönes Trinkspiel für dieses Let's Play. Das Manowar-Trinkspiel? Jedes Mal, wenn jemand Jahreszeiten sagt, knack. Auch nicht einen kurzen ziehen und dann eine halbe Stunde bist du breiter, als du es jemals sein könntest. Ja. Nun bringe uns Geistern der Jahreszeiten den Stab der Jahreszeiten. Der vier Türme der Jahreszeiten. Der Jahreszeiten. Leute, da habt ihr wirklich was zu tun. Also, wenn ihr das wirklich durchziehen wollt, ne, dann seid ihr richtig durch. Oh. Also, ehrlich, das Trinkspiel der Jahreszeiten, das muss man echt mal erfinden. Das werde ich mal irgendwann machen, wenn das Display fertig ist. Mal schauen, wie schnell wir betrunken werden. Ja, sollen wir mal machen? Na klar. Ernst kommt immer in Brocken vor. Kotze auch. So, was ist hier? Da mit dem Bumerang rüberschießen. Ja, you say what? Bamble. Bang. Ich weiß es doch, ey. Ich kenne mich wenn doch. Wenn ich dich nicht hätte. Das war jetzt das schwerste Rätsel in dem Spiel. Was sieht sie? Oh, guck mal. Oh. Wow, Genki-Dama. Danke, dass du kommst, Träger des heiligen Zeichens. Der Geist des Winters hat dich erwartet. Wir setzen den als unsere werte Gefährtin. Oder unsere Genossin. Nun lasse mich dem Stab, den du führst, die Kraft des Wintergeistes verleihen. Schwingst du den Stab von deinem Baumstumpf aus, sollen sich die Jahreszeiten ändern. Im Winter friert das Wasser und Schnee häuft sich an. Suche auch die anderen drei Geister auf. Bitte, eile dien zu Hilfe. Es war jetzt so eine Mischung aus Russisch und Spanisch. War es so ein spanischer Russe irgendwie? Ja, das ist so beides. Dem Stab der Jahreszeiten wurde der Hauch des Winters verliehen. Er klettere einen Baumstumpf, um den nächsten Winter herbeizurufen. Also dieses Trinkspiel, ne? Oh, mit, oh, oh
Ohne Witz, das könnte richtig gefährlich werden. Du hast eine halbe Stunde Leberschaden und bist dann einfach nur komplett tot. Ja. Ja. Tatsache. Also das ist... Da wird auch nicht mehr Spaß mitgemacht. Guck mal, seine Blätter fliegen sogar in die Hölle. Oh, die sind echt gut. Es war also der Start der Jahreszeiten. Neue Wege erschließen sich nun dank seiner Kraft. Im Traum sah ich ein Gehölz östlich von hier. Dort mag eine Essenz liegen. Horst! Kannst du an meiner Stelle... Sorry. Es überkam mich. Kohlensäurehaltige Getränke während der Let's Play-Aufnahmen sind nie gut. Gehen gar nicht. Ich habe mal bei Ni No Kuni, als ich eine Mega-Aufnahme von 30 Parts hintereinander gemacht habe, habe ich 4 Flaschen Mineralwasser ausgesoffen und irgendwann musste ich nur noch... Das war nicht mehr... Also irgendwann musste ich aufhören. Im letzten oder vorletzten Part Dead Space passiert, ich hab da ein Omega nach dem anderen abgelassen, weil ich dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt kommt's gerade alles raus, es ist furchtbar. Ich werde mich vielleicht mal kurz muten oder ich lasse es einfach raus, keine Ahnung. Ach, ja, solange es unter 300 Dezibel bleibt, ist er in Ordnung. Ich zieh alles einfach durch die Nase raus. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Er hat gesagt, im Westen, Osten, Norden, Süden. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, ich war gerade so ein bisschen... Es war irgendwas mit Jahreszeiten. Ja, so weit habe ich es auch noch. Ach, ich glaube in der Hölle, ich weiß nicht, ist in der Hölle noch was da unten? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier raus. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Stab der einen Sache. Ach, guck mal da. Das ist er. Oh Mann, habe ich den wiedergefunden. Du hast ihn, den Stab der Jahreszeiten. Den Stab der Jahreszeiten. Die Kräfte der Geister der Jahreszeiten in der Wohnung. Kannst du die Jahreszeiten nennen? Aber bislang hat er nur die Kraft des Winters. Oh. Schwinge den Stab von einem Baumstumpf aus, um seine Kraft zu entfalten. Hast du das verstanden? Willst du noch mehr trinken? Nein, ich bin schon... Wenn der Tempel der Jahreszeiten in dieses Land namens Subrosia gefallen ist, dann muss es weitere Eingänge zum Subrosianischen Ungrund geben. Du musst sie finden. Vielleicht musst du noch mehrmals den Tempel der Jahreszeiten aufsuchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Ey, wieder kurz, wenn man allein in diesem einen Part, den wir jetzt gerade aufnehmen, noch haben. Ey, oh, das ist. Sind wir schon an die 20 hier. Ach, man kann doch die Jahreszeiten ändern, sag ich doch. Ja. Aber nur an den speziellen Baumstumpforten. Wintergehölz, Horondorf. Ich glaube, Wintergehölz, da müssen wir irgendwie lang. Röx, Rögli, Böx, in den Gehölzenen. Richtig. Das ist so unfair hier. Aber den Bumerang, den haben sie übertrieben genervt. Ach, die Oma wieder. Lass mich deine Beschwerden lindern. Schließe deine Augen. Sie kocht jetzt ein leckeres Süppchen. Ja, aus meinen Erstgeborenen. Ich glaube, die nächste, die ist ein bisschen jünger. Also die jetzt war ein bisschen älter, aber die nächste, die wird dann abgelöst, weil ihre Schicht ist bald zu Ende, dann kommt die jüngere. Als Ersatz. Ist das eine Kessebiene oder was? Ist das eine Kessebiene, genau. Ach, diese Schildschlucker, ne? Das sind sowieso die schlimmsten. Oh, die sind richtig... Ah, gibt's hier überhaupt ein Schild in dem Spiel? Ich weiß gar nicht. Bis jetzt haben wir noch keins gehabt, obwohl es eigentlich Zelda-typisch immer relativ schnell zum Anfang kommt. Ja, eigentlich sogar meistens hätten wir den kaufen müssen. Ich glaube, wir hätten den kaufen müssen. Wenn wir das Schwert haben, können wir auch den Schild kaufen. Ja, aber in den meisten Spielen ist es doch Voraussetzung. Du findest kostenlos ein Schild und dann kannst du da irgendwas damit machen. Ja, stimmt. Ich denke mal zum Beispiel, Ui, 30 Rubine. 30 Rubine, feine Sache. Zum Beispiel hier den, bei Wind Waker, da war der Schild und das Schwert meine Voraussetzung, um überhaupt von der Insel runterzukommen. Und bei, ich glaube, Ocarina of Time war es auch Voraussetzung, um aus dem Blabberdahabberdaha zum Wald zu kommen und aus dem Wald rauszukommen. Ja. Und das ist alles so furchtbar. Warum ist das hier so anders? Die Gameboy-Spiele sind einfach so komplett gegen den Wind. Alle beide. Ja, aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist, nee, schön, ist super. Neues. Es ist komplett anders. Dadurch ist man auch mal nicht ganz in der Norm drin, die man sonst so hat. Weil Zelda ist immer so typisch Zelda. Du weißt immer, wann du was wo machen musst. Es ist immer dieselbe Reihenfolge. Da hast du allerdings recht. Zumindest Wasserfälle. Als Spieler. Springende, versunkene Stadt. Ich merke gerade mal, wie wenig ich von diesem Spiel eigentlich noch weiß. Eigentlich weiß ich hiervon gar nichts mehr. Relativ wenig, ja. Ist mir aufgefallen. Oh, Winter wenig. Hier. So. Habe ich den Teil doch mal gespielt? Ich erinnere mich auf wie ganz grob bösartig dunkel da dran. Oder ich habe mir den Let's Play angeguckt. Ich weiß es gerade nicht. Wie verinnere ich mich an diese ganzen auf den Baumstumpf raufspringen Aktionen? Auch das da oben! Ist doch irgendwas faul.
Da geht's nicht rein. Würde es wahrscheinlich. Schornsteinfeger gesucht. Richtig, du musst Winter und dann über den Schornstein darin. Ja, guck mal, das machen wir doch mal gleich. Also es ist doch teilweise schon echt hart rätsellastig, aber das Vergangenheit-Zukunfts-Ding ist noch rätsellastiger, habe ich gehört. Aber ein bisschen kriegt man hier auch Hints, ne? Ja, es wird noch wahrscheinlich. Hi! The Kids auf jeden Fall super. Du hast mich ganz schön erschreckt. Plötzlich wird es Winter und dann rauschst du auch noch den Schornstein herunter. Hey, du bist ja gar kein echter Kaminkehrer. Dann nimm diese Schaufel und bitte den Schnee vom Gehsteig. Fege? Was? Du darfst die Schaufel behalten. Das ist ja mal cooler Hand hier. Klar. Du hältst die Schaufel, nun kannst du im Erdreich graben. Ich glaube, das ist das erste Zelda, was ich spiele, wo man die Schaufel vor dem Schild kriegt. Jo, das so. Ist schon echt lustig. So, guck mal, hier kannst du buddeln, ey. Das darfst du sogar behalten. Aber hier in diesem Zelda ist Link ein bisschen schneller mit der Schaufel als bei Awakening. Guck mal hier, wie der abgeht. Ja, ja, oh, ey. Der haut da richtig einen durch. Haut der richtig durch. Bäm, und schon hat er alles umgejätet hier. Schon heftig. Aua, so, wo müssen vor allem sind auch die Gameboy-Teile die einzigen Spiele, in der eine Schaufel dauerhaft verfügbar war. Auf dem Super Nintendo gab es zwar eine, aber die hat man nie wirklich gehabt. Zumindest bis zur Ocarina, dann war sie weg. Also, 2 Minuten. Und also gab es nie wieder eine Schaufel in diesen Spielen. Ja, das stimmt, das stimmt. Luna, jetzt bin ich gerade überfragt, wo müssen wir denn jetzt lang? Ich habe mir gerade den Weg hier verbaut. Ich glaube jetzt hier nach Süden. Ja, und dann irgendwie so von unten links dann da durch und dann... Ah ja, hier, guck mal. Herbst, Sommer, Winter und so, ne? Denk dran. Ach, das ist das Scumbag hier, hast du das gesehen? Voll die Verarsche! Guck mal da, hör doch. Ah, da komme ich natürlich auch wieder nicht hin, ja moin. Dann bitte ist was, da kannst du buddeln. Ja, das sieht schon so aus, ne? Dann hauen wir mal den Spaten hier in die Erde. Oh Gott, das war wohl doch nichts. Ja, es sah aber wirklich so aus. Das ist wirklich, also, wo man sich denkt, also, das ist so ein typisches Zelda. Vielleicht jetzt im Winter, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht das zu einer Jahreszeit. So, mach mal. Ja, siehste, ist nichts. Aber so ein Spaten in der Erde zu kriegen im Winter, das ist schon eine Herausforderung, ne? Link muss eine Muskelkraft haben von einem Yeti. Ja, hat der auch. Deswegen muss er auch keine Eimer mehr schleppen. Das ist, obwohl er so klein ist, weißt du, der ist einfach mit Muskeln im Bauch geboren worden. Ja, ist so. Ein Berserker von einem Jungen. Ohne Witz. Als er geschlüpft ist, der sah aus wie der Hulkste. Furchtbar, ey. Das muss ein Kind gewesen sein. Also das hat alles. Das hat sich aus der Mutter rausgetreten. So wie Chuck Norris. Richtig. So, okay, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Wo geht's hier lang? Ah, guck mal hier. Gegen den Baum kannst du gegenrennen. Du erhältst Arcanum-Kerne. Ihre Wirkung ist geheimnisvoll. Teste sie an vielen Dingen. Öffne deinen Salatbeutel auch noch. Deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Ja, machen wir mal unseren Salatbeutel hier auf. Salat. Arcanum-Kerne. Guck mal hier. Gegen die Eule. Jetzt, oho. Vergiss nicht, mir Arcanum-Kerne zu geben. Die Eule klingt leicht anders. Weiß ich beim letzten Mal auch. Wir müssen ja irgendwie eine Kontinuität hier wahren. Achso, okay. Hier ist es, die Eule. Guck mal, da geht's hoch und dann geht's richtig ab. Das sind Pilze. Was ist hier denn drin? Können wir da rein? Ich glaube, da können wir rein. Tempel, aber es ist dunkel. Schlangengrube? Oh Gott, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Wie wär's denn, wenn wir hier einfach mal das da oben schon mal aktivieren? Richtig. Wäre nicht schlecht, genau. Dann machen wir hier einen auf Winter. Vielleicht und dann gibt's ja ein Höhle. Herzteil oder sowas. Man weiß es ja nicht. Das wird klappen. So, zack, rein da. Wow. Das ist rutschig, du. Das ist ordentlich rutschig. Das ist jetzt gerade nicht wirklich zielführend. Nee, es ist irgendwie total belanglos auch gerade, was da passiert. Gibt's hier irgendwie... Kann ich das einreißen hier? Sein? Vielleicht kannst du irgendwo durch die Wand durch. So ja, unsichtbare Wände und so. Ah, meinst du so rechts lang? Versuchen wir mal. Ja, das gehört man ja meistens, wenn man gegen die Wand drückt und dann ding macht. Nee, ich hab ja schon geguckt, da ist nix, das ist alles. Dann geh in den Tempel, dann würde ich sagen, der Tempel ist das Einzige, was uns jetzt noch bleibt. Ja, Tempel machen, schön. Schlangengrube. Da muss auf jeden Fall Licht. Wieder sowas. Ja, die ständige Kerne geswitche, das ist schon cool.
plump und dann geht die Tür auf und dann ist lang oder soll ich erstmal links? Gehen wir erstmal links, links würde ich sagen. So aus von wegen, ja, geh erstmal links, da ist ein Kompass. Oder ein Burrito. Ja, oder sowas. Guck mal, hier ist der Burrito oder Kompass? Jetzt kannst du wetten. Ich wette auf den Burrito. Ne, es ist 5 Rubine. Ja, haben wir beide verloren. Ich muss die Füllung für die linke Backentasche so. Ich habe in diesem Spiel aber mehr als in jedem anderen Spiel das Gefühl, dass wenn ich irgendeinen Raum betrete, dass dann diese Stachelviecher da auf mich zugerast kommen. Weil es auch schon im ersten Tempel so war. Das ist echt krass, ja, wie viel. Ja, du gehst aus dem Raum. Gemeinheiten hier einfach in dieses Spiel warten, weißt du? In der Mitte ist doch was. Guck mal hier, ein schöner Schlüssel, du. War doch also lohnenswert, erst links lang zu gehen. Ja. Und da überlege ich gerade, als ich mit Gate das gespielt habe, das hast du hundertprozentig noch nicht sehen können, weil ich es noch nicht hochgeladen habe, jetzt wo wir aufnehmen. Mhm. Aber da teilweise die Dungeons, die waren verzwickt ohne Ende, vor allem der letzte, der allerletzte davon. Da musstest du auch 100.000 Wände einreißen und du wusstest eigentlich nicht, wo du hin musst. Irgendwann hast du die Karte gehabt und dann konntest du ungefähr gucken, welche Räume letzte noch war das der waren. 7. mit dem Falken obendrauf? Nee, der ging noch in Ordnung, der war noch klar, also aber der danach... Auch furchtbar mit den Säulen, die man einreißen musste, das war so richtig schlimm. Captain Obvious. Oh, wir haben hier... Ich kann nicht mehr erinnern. Den Kompass. Nutzt ihn zur Orientierung, nicht mehr erinnern. Das war so ein Lava-Tempel. Ganz oben links auf der Karte. Oh, nein, oh, doch, ja, du hast recht. Oh, der war so furchtbar, oh Gott. War der furchtbar. Ich mochte den eigentlich, ich fand den ziemlich gut, aber... Irgendwann hatte ich da auch keinen Bock mehr. Ich glaube, 8 Parts haben wir gebraucht, um da durchzukommen. Krass. Aber ich fand den Maskentempel um einiges schlimmer. Es gibt so viele furchtbare Tempel, da nimm noch den Schlüssel für oben. Nee, hier sieht's so aus, als wenn ich hier Schlangen verhauen kann und werde dafür belohnt. Aber der Raum sieht genauso aus wie der davor, also der vor 2 Tempeln Raum so, ne? Geht weg, ihr Viecher! Ich pack euch, ich hab noch keinen Burrito, Mann. Ach, können wir euch, aber Schlangenfleisch im Burrito? Macht bestimmt auch Spaß. Schmeckt. Schmeckt Schlangenfleisch allgemein? Hab ich noch nie gegessen. Ich auch nicht. Klapperschlange? Ich hab Zauber gegessen. Ach hier, das ist noch. Hast du meinen, ja, Schlangen kann man gut essen, also es soll wohl... Ganz leckeres Fleisch sein, weil schön muskulös und bissfest. Was, ich gehe jetzt nach oben. So, ich weiß nur, dass ich das bei Pizza Connection damals immer... Da ist Pfeil, der nach links zeigt. Da ist was hundertprozentig. Nein, Luna, da ist nichts. Nein, natürlich nicht. Bildest du dir ein? Geh jetzt zurück und leg deine Bombe an die Wand. Oh, Luna. Mach das. Ach, ich weiß schon, was es hier gibt in dem Dungeon. Mach das jetzt. Ja, komm. Das ist gar kein Pfeil, Luna, das bildest du dir ein. Das ist eine riesengroße... Das ist eine Schaufel. Guck mal, das sieht aus wie eine Schaufel. Wurde da, genau. Das passiert nichts. Oh, das ist so schlimm mit dir, Link. Warum musst du das... Horst. Sieht doch gut aus. Oh! Ist doch nett. Wow! Guck dir den Cash mal an hier. Ist ein nettes Gimmick auf jeden Fall, was so nebenbei gelegt wurde. Also guck mal, wie du farmst, ey. Boah, guck mal, wie reich er jetzt ist. Der kam mit 100 doch was rein und hat sich jetzt hier auf 500 noch was hochgepusht. Geil. Und da so. Kannst du auf jeden Fall ein paar Sachen von kaufen. Was kostet die Welt? Ich nehme 3 davon. Ich möchte gern 3 aus Thailand und 1 aus Amerika. Hallo? Was? Ringe. Ich rede von Ringen, Schmuck. Ich rede von Burritos. Richtig, thailändische Burritos sind am geilsten. Ja, aber richtig. Oder die Kiste noch da oben. Ja, da komme ich aber nicht ran, weil ich noch nicht das Kraftarmband habe, was so, ich augenscheinlich erst da war mitkriege. Ja was. Das Kraftarmband, das ist ja... Ach, damn, da war ja was. Ich würde doch mit dem Bumerang rangehen, oder? Nein, Mann. So ist viel geiler. Das ist männlich und zerhaust die mit den Bomben. Auf männlicher Weise, es muss in die Luft fliegen, das Fleisch. Bam, guck mal, da ist das Kraftarmband. Ja, das geil, kennen wir doch schon. Halte Dings umwerfen. Ja, können wir machen. Genau, dann holst du jetzt noch die Schatztruhe und dann würde ich sagen, ist... Also, so spätestens 5 Minuten, so. Kommt her, ihr. Was? Was macht der denn da, der und Idiot? Hast du das gesehen? Das war jetzt auf jeden Fall, Ich lade mein Schwert, ich will es loshauen, und er, ach, weißt du was, ist nicht, Mama nicht. Also, du hast definitiv den Skill nicht geerbt. Nee. Aber ich würde sagen, das ist jetzt hier dann auch zu Ende schon eigentlich. Ja, wir beenden mit dieser Schmach und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und frisch erholt und... Und voll wie 10 Russen, weil wir uns den Part angeguckt haben und unser Trinkspiel zu ernst genommen haben. Ja, genau. Jahreszeiten. Für alle, die es jetzt nochmal spielen. Jahreszeiten. Und wir müssen es ernst nehmen.
Mit schönen Grüßen von Jahreszeiten, Kapitän Milk Jahreszeiten. Mit seiner Frau Dörte Jahreszeiten. So, in der Hoffnung. Die war übrigens letztes Jahr Jahreszeitenkönigin. Jetzt reicht's. Und zwar in jeder Jahreszeit. Wenn du immer Jahreszeiten sagst, dann ändere ich die Jahreszeiten. In der Jahreszeit Sommer, in der Jahreszeit Winter, in der Jahreszeit Herbst und in der Jahreszeit Frühling und in der neu entdeckten Jahreszeit Wacken, was ich auch. Also ganz ehrlich, das, wenn man das jetzt ernst nehmen würde, dann tot. Gut, also dann auf frohe Jahreszeiten mit euch. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Jahreszeit. Bis dann. Auf gute Jahreszeiten. Tschüss.